Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal zurück. Ja, heute mache ich mal noch mal ein kleines Video über Rocket Dock. Einmal die Leiste hier oben für Windows, die man auch wieder bei Apple sieht, bei der man hier immer so schön rüber streichen kann und damit Sachen öffnen kann und sowas. Und wie man für Windows 8 ein Windows 7 Startmenü einschalten kann, was auch unterschiedliche Styles haben kann und sonst etwas. Also, ich würde mal anfangen bei Rocket Dock. Das ist eben diese Leiste hier. Die habe ich dort positioniert, weil ich das da gerade sehr praktisch fand, da mich das nicht stört auf den Seiten und einfach überall stört mich das nicht. Und ja, ich würde jetzt mal anfangen damit, indem wir damit, also ich fange jetzt an, indem ich ins Internet gehe, was ihr auch machen werdet, wenn ihr Digis auch runterladen wollt. Da gibt ihr oben im Internet rocketdoc.com ein. Ich werde es auch schön verlinken, also dann müsst ihr da nur auf den Link draufklicken. Ja, dann kommt ihr auf diese Seite hier. Bei euch wird das wahrscheinlich alles ein bisschen weiß sein, alles. Also bei mir ist das jetzt einfach, weil mein Layout dunkel ist. Ist das alles auch so. So, dann geht ihr auf Download und klickt einfach hier oben auf Rocketdoc Download. So, dann lädt das bei euch runter. Bei mir hat es jetzt schon runtergeladen. Ich lade es auch gerade mal runter. So, dann klickt ihr da drauf. Dann fragt ihr euch nach dem Permissions ab. Die werdet ihr natürlich auch machen. Dann hier. Aber ja, auf jeden Fall, also bei mir ist es jetzt schon installiert. Ihr habt das dann ganz normal, ihr installiert das auch ganz normal wie ich. Dann wird dieses Rocket Docks Ding da wird da oben sein. Hier oben in der Mitte. Zuerst, bevor das aber passiert, müsst ihr den PC neu starten. Das ist aber auch kein Drama oder sowas. Ihr startet ihn einfach neu. Und dann solltet ihr Rocket Dock starten. Das ist dieses Programm hier. Ich werde es jetzt erstmal schon mal schließen, damit es so aussieht wie bei euch. Wo ist Rocket Dock? Da ist Rocket Dock. So. Ja, es wird nicht da sein. Ihr klickt dann da drauf. Und es erscheint hier dann eine Leiste mit diesen Rocket Dock-Teilen. Da sind natürlich noch andere Designs drauf und so. Da sind noch so Apple-Zeichen drauf und so. Ihr könnt die ganz aber ganz einfach rausnehmen, indem ihr einfach jetzt mal, was nehme ich hier? Spotify möchte ich rausnehmen. Ich klicke da drauf, bleib links, klick drauf und ziehe das einfach raus. Das geht jetzt nicht, weil ich hier am Einstellen war. Aber ja, normalerweise geht das. So, Dock-Einstellung. Das solltet ihr immer da lassen. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Einfach irgendwie rechts oder links verstecken oder zwischen den Zeichen. Es ist einfach wichtig, dass das da ist, weil sonst könnt ihr danach nicht mehr so gut konfigurieren. So dann, hier ist glaube ich die Standardsprache, ist glaube ich Englisch, wenn ich mich so weit erinnern kann. Wenn nicht, dann stellt ihr das auf Deutsch. Wichtig ist, dass ihr noch Rocket Dock mit Windows starten, damit ihr nicht jedes Mal immer Rocket Dock starten müsst. Dann habt ihr natürlich Symbole, hohe Qualität und alles hier, dann könnt ihr die Deckkraft und ja, alles mögliche könnt ihr da einstellen. Also ist sehr umfangreich. Dann könnt ihr auch hier das Zeug, die Größe und so einstellen. Und wenn ihr dann da drauf geht, dann sieht das so aus und so. Also das ist ganz euch überlassen. Ja. Ich bevorzuge das immer, wenn es so ganz klein ist, damit mich das nicht nervt. Dann könnt ihr natürlich die Darstellung und die Schriftart und alles mögliche könnt ihr da ändern. Die Schriftart ist natürlich so, wie viele wie ihr auf dem PC drauf habt. Zum Beispiel, ich hab's jetzt hier, Spotify zeigt's jetzt hier zum Beispiel an, so Cinema 4D ist die, bla bla bla. Und wenn ich das jetzt rausmache, also in dem Fall möchte ich das glaube ich nicht. Ja, Symbolschrift ausblenden, so. Dann habe ich da jetzt gar keine Symbole. Also das finde ich am besten. Dann hüpfen, Animationen und da kann man alles Mögliche einstellen. Ja, das wäre es eigentlich schon. Wie man dieses Menü rumschieben kann, das geht auch über Position. Da könnt ihr hier 64% habe ich da gerade, also ihr könnt es hier hin und her schieben, hoch und runter. Also es ist sehr gut. Jetzt muss ich es gerade mal wieder zurückstecken. Irgendwas mit 40 war das, glaube ich. Ne, irgendwo hier. Ah, spielt keine Rolle, irgendwo dort. So. Dann okay. Dann kommen wir auch mal gerade zum nächsten Teil. Ja, das nennt sich ganz einfach hier Classic Shell, das Programm, mit dem man hier rein kann. Man kann natürlich auch noch wieder ins Windows 8 Menü gehen, das ist natürlich auch noch eine Sache. So, dann hat man hier noch dieses Menü. Jetzt erkläre ich erstmal, wie das mit dem Menü geht. Da geht ihr auch wieder ins Internet. Das werde ich auch wieder verlinken, also keine Sorge.
Da geht ihr auf Classic, Elasticsearch.net. Das werde ich auch verlinken, wie gesagt. Dann seht ihr hier diese Seite, da stehen noch ein paar Infos und sowas drauf. Dann Download Now klicken. Dann lädt Elasticsearch runter. Habe ich jetzt auch immer gerade benutzen. So, jetzt lädt. So Leute, da bin ich wieder. Ja, ich installiere das jetzt gerade nochmal mit euch. So, next, next, weiterklicken und install klicken. Dann installiert das ganz normal. Please wait, bla bla bla. Das sieht auch wieder. Das dauert manchmal ein bisschen. Manchmal ist es schnell, manchmal ist es langsam, ist immer unterschiedlich. Müsstet ihr ja auch kennen von euren Installationen immer wieder. So, ich überspringe die Installation jetzt auch immer noch gerade. Oder doch nicht. Okay, doch nicht. Okay, finish. So. Dann habt ihr hier, dann sieht das alles ganz easy aus. Ihr könnt, also dies läuft jetzt hier grundsätzlich unter Windows 8, ne? Ihr könnt das unter Windows 7 nicht benutzen. Also, nur dafür, das werde ich auch nochmal anmerken lassen. So, dann könnt ihr Rechtsklick hier auf das Ding hier machen, oder Linksklick. Und dann öffnet sich das ganz normale Menü. Aber das sieht natürlich ein bisschen hässlich aus. Hier, wenn das alles da steht, das ist ja alles Schwachsinn. Dann geht ihr hier Rechtsklick drauf. Auf das Menü macht ihr dann einfach Rechtsklick. Dann geht ihr auf Einstellungen. Und hier habt ihr natürlich ein paar Einstellungen, natürlich, ne? Dann, okay, bla bla bla, Windows Start Screen. So passiert das so und so öffnet ihr das. Also, das könnt ihr alles so lassen. Wenn ihr dann auf der Tastatur eben auf die Windows drückt, dann auf das Windows-Zeichen, dann öffnet sich eben das normale Windows. So eben so. So, ich bevorzuge natürlich dieses Windows 7 Style. Das sieht dann so aus. Oder den hier. Das ist natürlich jetzt wieder Windows 8. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem hier. Klar könnt ihr noch den Start-Button changen. Oder euren eigenen nehmen. Dazu braucht ihr aber eben die bestimmte Datei. Die müsst ihr dann euch von der Webseite, von einer bestimmten Webseite runterladen, die ich jetzt nicht verlinken werde, denn das mache ich in einem anderen Video. Und ja. Search Settings und so, das ist alles so ganz einfach. Ja, das wäre es eigentlich auch schon mit dem Menü. Ihr könnt diesen hier ganz normal verwenden. Ihr könnt den auch mit herunterfahren, abmelden und so Sachen benutzen. Wie bei Windows 7 eben. Das ist jetzt für die, die gemerkt haben, ja, Windows 8 ist doch nicht so nicht so gut. Ich finde Windows 8 doch gut eigentlich. Darum hat es jetzt einfach nur aus Spaß gemacht, weil ich das irgendwie toll finde, dass ich da alles zusammen machen kann. Ja, das war jetzt was anderes. Ja, ich fand das nur gut, dass ich alles zusammen machen kann. Ja, das war's. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr das natürlich auch bei euch machen werdet, weil das ist wirklich krass. Das macht wirklich Spaß, das zu benutzen. Und ja, tschüss!